Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher, mit unserem Alderle. Die Maschinen sind ein bisschen gelaufen, bevor ich die Folge gestartet habe. Ich will heute und morgen noch was probieren, bevor wir dann ins Update 3 gehen. Bisschen Material habe ich uns schon mal vorbereitet. Hier ist auch schon jede Menge eingelagert. Wir brauchen zunächst, weil ich heute sehr viele Fundamente aufsetzen möchte, hier eine Erweiterung, dass wir aus unserem Kalkstein Beton machen. Und dafür benötigen wir, wenn ich es richtig weiß, den Constructor. Den bauen wir uns jetzt hier mal auf. Der Constructor, Materialien habe ich dabei. Nee, uns fehlen drei Platten, aber die haben wir noch im Lager. Ich muss nur noch mal kurz zurück. Ist das der Hammer, wie das hier reinläuft? Das macht so Laune. Man kriegt unheimlich viele Ideen und freut sich auf das, was kommt. Die da brauche ich, ne? Da kann es sein, dass wir ein bisschen wenig haben. Im Prinzip bin ich jetzt auch nur am Rumtesten noch, ne? So, und ich baue den jetzt hier tatsächlich erstmal noch ohne Fundamente auf. Ist ja noch eine Testumgebung. Und zwar den Constructor. Und das war dann praktisch, wenn ich den so hindrehe. Warte mal, ich muss das genau hier abtimen. Und jetzt war das so, ne, dass er snappt. Ist der dann auch gerade? Ich gucke nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich da jetzt an Leitlinie anschließen. Hologramm drehen, haben wir gemacht. Zurück zum Baumenü. Bauen. Nö, ich setze den mal so hin. Das kostet ja nichts. Ich kann den ja wieder wegnehmen. Ich will nur gucken, ob der gerade wird. La 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 na 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 na. Jo, der sitzt, glaube ich, gerade. Manchmal täuscht es hier so ein ganz kleines bisschen. So, der Constructor deswegen. Ich habe nämlich tatsächlich am Anfang den Schmelzer. Habe ich gedacht, warum gibt es kein Beton im Schmelzer? Den muss man im Constructor herstellen. Und damit uns da nicht so viel verloren geht, baue ich hier da vorne dran nochmal ein Lager. Dass der sich da nicht irgendwie, weißt du, dass die Maschine nicht ständig stoppt. Wir brauchen nämlich, glaube ich, einiges an Material. Deswegen hier nochmal bei Organisation einen Lagercontainer rausgeholt. Wir gucken nochmal, Richtung stimmt. An Leitlinie anschließen. Bämsle, oder? Das müsste es gewesen sein. So, jetzt verbinden wir das natürlich. Und wir brauchen noch Strom. Ja, das ist schon geil. Das ist schon richtig gut. Ich mag das Spiel schon. Jetzt pass auf, wir fangen aber damit an, dass wir die Förderbänder hier bauen. Und zwar sollst du nachher hier reinkommen. Und der fertige Beton soll hier erstmal zwischengelagert werden. Dann haben wir die Geschichte schon mal. Aber die Maschine macht jetzt noch nichts, ne? Ich dachte gerade. So, und dann brauche ich natürlich jetzt hier eine Erweiterung von meinem Stromi. Wo haben wir denn die letzte Stromgeschichte? Die sitzt da hinten. Dann würde ich fast sagen, dass ich von hier aus davor nochmal einen Strommasten setze. Ja, das muss jetzt nur... Den kann ich jetzt... Ich setze den einfach so hin. Ist doch wurscht. Ist doch wurscht erstmal. Das werden wir nachher alles schön machen mit Update 3, ne? Da lasse ich mir dann auch die Zeit, das alles schön sauber zu ziehen. Wir werden wahrscheinlich sowieso viel auf Fundamente setzen. So, jetzt mache ich erstmal den hier klar. Und damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, sage ich, ich möchte gerne Beton haben von dir. 2, 3 laufen rein, Beton wird gemischt, bups. Und dann brauchen wir hier natürlich nochmal Stromi. Kabel habe ich noch. Ich habe ja auch wirklich einiges vorbereitet. Nee, der Lagercontainer muss nicht unter Strom gesetzt werden. Echt nicht? Ich habe gedacht, dass der auch Strom braucht. Habe ich schon wieder vergessen, siehst du, aber ist umso besser. So, die Beton laufen rein. Ich habe natürlich schon welche vorbereitet, dass wir jetzt nicht nackig hier stehen. Im Prinzip, was haben wir denn jetzt? Da drüben haben wir noch so eine Eisenverarbeitung. Die lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir holen uns Kalk und Kupfer von dieser Seite. Und unser Kalk wird mittlerweile zu Beton verarbeitet und hier gelagert. Und jetzt pass auf. Wir werden uns jetzt mal um die Fundamente kümmern. Und zwar nehmen wir die ganz normalen Foundations. Die hier, oder? Foundations mal 2, das sind flache, die würde ich eher als Decke vielleicht benutzen. Wir nehmen mal die hier und versuchen hier irgendwo, was kann ich denn mit der alles, mit dem Ding alles machen? Ist das auch so, dass ich die setze und dann nach oben, nach unten geht nicht, aber ich kann sie, Alter, kannst du die, ah ne, der hat die schon gesetzt jetzt, ne? Gut, dann habe ich das ein bisschen arg schnell gemacht, ich baue sie wieder weg. So, das speise ich dann hier raus und dann möchte ich jetzt hier versuchen, den Weltraumlift zu bauen. Ich habe so Bock drauf, weil ich glaube, das ist mit eins der größten Gebäude, wenn nicht sogar das größte, dass ich schon mal eine Vorstellung davon bekomme. Was erwartet mich da, ne? Ich will allerdings gucken, dass das dann später hier schön auf Förderbänder... Machen wir mal hier die erste hin. Ja? Was kosten so Teil? 6 Beton. Das werden wir dann irgendwie da hochschleusen. Dann möchte ich hier tatsächlich ein bisschen raus. Das sind jetzt 2 Foundations. Das war nix. Ah, okay, der snappt. Da musst du ein bisschen aufpassen mit dem Snappen. Machen wir den erst nochmal wieder weg. So kommen wir wenigstens in die, in den Arbeitsablauf rein. Pass auf, der hier war es, ne? 3. Wenn ich hier rauskomme, das will ich ja dann später probieren. Ich mache das tatsächlich jetzt so, dass wir mal eine Fläche haben. So.
Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat der Weltraumlift eine Foundation-Größe von 7x7, was ziemlich heftig ist, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann würde ich tatsächlich sagen, dass ab hier die 7 jetzt losgehen, ne? Bin ich mal gespannt. 1. Ah, Mist. Der snappt manchmal dann schneller. Einen haben wir erst. Einen haben wir erst. So. Das ist trotzdem cool. Einen haben wir. Zwei. Mach's halt ein bisschen langsamer. Drei. Vier. Boah, ist das ein Lappen. Fünf. Sechs. Guck mal, ich bin fast vorne an der anderen Maschine jetzt schon. Sieben. Das heißt, wenn ich den 7 habe, dann ist das der mittlere Block. Dann kann ich hier praktisch 3 raus. Ich weiß nicht, ob man es komplett ausfüllen muss. 1, 2, oh, das wird knapp. Das wird knapp da hinten. 3, aber es reicht uns, ne? Alles klar, und dann muss ich hier nochmal 3 raus. Lelelelelele. Jetzt freue ich mich aber schon voll auf das Update, weil hauptsächlich deswegen, dass ich dranbleiben kann, ne? Bis jetzt war mir ja noch nicht ganz klar, es gibt ja so viele Sachen, die ich noch nicht kenne. Aber dann brauchen wir nicht darauf warten, dass da ein Update kommt. Dann haben wir erstmal eins und dann geht es eine ganze Weile nämlich weiter. Zwei. Und nochmal ein, ne? Drei. So, und jetzt gehe ich praktisch von hier das ganze Ding nochmal vor. Dann sehe ich die tatsächliche Größe. Eins, das wäre dann der zweite. Gott, ist das ein Lappen, aber. Das wird ja ein Riesending. Drei. Vier. 5. Boah, Alter, ist das so groß oder was? 6. Bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Oh, da müssen wir nachher, das muss ich einplanen, ne? Müsste ich jetzt bei 7 sein, richtig? Ich zähle das mal ab nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wir probieren mal. Ich weiß nicht, ob man komplett die Fundamente ausfüllen muss, ne? Das werden wir jetzt mal rausfinden, indem ich jetzt einfach hier vorgehe. Und dann nochmal in der Mitte eine Schiene ziehe. Und dann setze ich es einfach mal. Mal gucken, ob er snappt. So. Ja, und jetzt muss das ganze Ding hier nochmal 3 raus. Jetzt kann es natürlich hier eng werden mit dem Baum. Ne, der lässt mich reinklitschen. Oh, das ist aber gut. Oh, das ist aber gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schön. Habe ich noch Bettung? Wenn ich das komplett ausfülle, wird es teuer, ne? Deswegen habe ich die Bettungmaschine schon mal hingesetzt. So, meine Lieben, aus meiner Sicht ist das die Grundfläche von der Weltraumstation. Junge, Junge, ist das ein Lappen! Bin ich mal gespannt. Jetzt pass auf, 1, 2, 3. Dann müsste ich hier und hier noch rüberfahren. Das ist dann die Mitte, dann weiß ich, wo ich das Teil ansetze. Wir müssen uns natürlich jetzt um die Materialien bemühen, ne? Alles klar. Meiner Meinung nach ist es das. Boah, ist das ein Labo. Da sind wir jetzt aber auch mal gespannt. Was kostet mich denn der Weltraumlift? Ich glaube, der ist ziemlich teuer. Weltraumlift hier. Wir brauchen, oje. Aber ich habe noch vorne ein bisschen was drin. Ganz, ganz wichtig, Beton. Auch ein Grund, warum ich es gemacht habe. So, den hole ich jetzt schon mal. 80 erst. Du hast aber jetzt noch nicht aufgehört zu produzieren, gell? Ja gut, der läuft durch. Was willst du machen? Wir könnten natürlich zwei Maschinen, aber irgendwann wird das ganze Ding dann schon laufen. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein, was ich da noch habe. Die brauche ich bestimmt. Die brauche ich bestimmt. Kann ich jetzt den Weltraumlift, wenn ich den bauen will, kann ich den da anheften? An Schnellleiste anbinden. Maus plus 9. An Schnellleiste anbinden. Ah, da unten dann praktisch. Ne, das will ich nicht zur To-Do-Liste hinzufügen. Rechte Maus. Zur Aufgabenliste. Und wo sehe ich die Aufgabenliste? Gut, das gilt es dann auch noch rauszufinden. Wichtig ist jetzt mal, dass wir wissen, dass wir den bauen wollen. Jetzt schauen wir mal kurz, was fehlt. Beton wird gemacht, muss ich warten. Die Platten habe ich. Ich brauche noch 38 Stangen. Lass uns mal mit den 38 Stangen anfangen. Hier waren doch noch welche drin, oder? Nee, 38 Stangen. Das heißt, ich kann das hier mal rauslegen kurz. Die Platten habe ich, die können wir kurz rauslegen und 38 Stangen muss ich noch machen. Dann weißt du was, dann stelle ich die ganz kurz hierher. 38. Ja, machen wir den 100er hier gerade voll. Wahnsinn, das ist ja ein Riesending. Ich freue mich voll, wenn ich es jetzt dann echt mal sehe, wie es aussieht.
Und den kann man dann upgraden, habe ich gehört, ne? Jetzt habe ich hier Stange zu viel gemacht. Das ist aber kein Problem. Die werden wir später sowieso noch brauchen. So, und dann nochmal ganz kurz rein, dass ich mich da nicht vertue. La 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 la. Weltraumlift zur Aufgabenliste hinzufügen. Ach, jetzt habe ich sie hier. Bleibt die jetzt auch dran, wenn ich hier rausgehe? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Schon einmal wieder was gelernt. Also, Beton kommt vorne klar. Wir brauchen noch 201 Draht. 201 Draht. Einer? Ja, komm, lass die durchlaufen. Wir sehen sie an der Aufgabenliste. Die ist praktisch sehr gut. Schön, dass ich es gleich rausgefunden habe. Muss ich nicht nachlesen. So, und dann knüpfen wir heute auch noch eine Produktionsstrecke an oder spätestens morgen in der Folge. Und dann wechseln wir schon ins Update rüber, ne? Habe ich euch zugeschaltet? Seid ihr da? So, das haben wir erledigt. Jetzt geht es nur noch um Beton. Und da kann ich ja ein bisschen unterstützen, indem ich einfach selber noch welchen herstelle, ne? So, das ist Kalkstein. Soweit ist klar. Die Verarbeitung läuft natürlich hier durch. Dann haben wir hier nochmal 38. Ja, weißt du, was ich da jetzt mache? Ist ja eigentlich ganz einfach. Ich nehme mir hier ein bisschen was raus, was weiß ich. So, den Rest lasse ich selber durchlaufen und dann haben wir es doch schon. Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, dass man das Ding so früh baut, aber wenn das so als Zentrum von deiner Maschine oder von einem Maschinenteilbereich, sag mal, irgendwie aufbauen willst, macht das, glaube ich, schon Sinn, gell? So, dann schauen wir mal. Oh, Alter, nee, 500 sind es. Ich habe mich da ein bisschen vertan, da muss ich gleich nochmal vor. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Aber wir kriegen es auf jeden Fall in der Folge heute hin. Das ist das Wichtige. 500. Da, 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 die. Gut, ich nehme an, dass da später auch noch wahrscheinlich Verbesserungsmaschinen kommen, dass das alles schneller geht. Oder dass man halt zwei hinsetzt, weißt du? Und da hast du dein Auskommen. 50 Stück brauche ich noch ungefähr. Das heißt, ich brauche, glaube ich, 150. Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr raus, wie ich. Oh, ich habe nicht mehr Platz. So, das müssten doch jetzt schon zwei sein. Drei sogar. Bam, Rest hauen wir durch. Das ist schon geil. Das macht halt tierisch Spaß. Und wir haben ja wirklich nur die Anfänge hier gerade am Start, ne? Das ist ja noch nichts. So, batzen wir das gute Stück durch. Dip, 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 dip. Alter, ich muss ein bisschen auslagern. Kurzer Moment, da habe ich mir ein bisschen verdauert. Die kann man kurz rausmachen hier, oder? Zack, zack, zack. Ich brauche Draht. Die 12 kann ich rüber. Rest hole ich jetzt Beton und dann ist gut. So. Es ist eine Riesenfläche halt, ne? Eine Riesenfläche, finde ich. Hier haben wir nochmal 9 Stück. Jetzt brauche ich noch 105. 105. Was ich jetzt hätte. Ich hätte halt mal gucken sollen, wie viel Beton du brauchst für eins. Dann kann ich es auch ausrechnen. Weißt du, ich renne hier hin und her. Jetzt habe ich 400 Kalkstein. Was kostet mich denn das gute Stück eigentlich? 3. Also, dann hau durch. Das reicht jetzt. So, Leute. Da sind wir doch mal tierisch gespannt gleich, wie dieser Weltraumlift aussieht. Ich habe da mal eine Konzeptzeichnung dazu gesehen, als ich mich so ein ganz kleines bisschen informiert habe, so über die über die Basics damals. Und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Konzept, was die da entworfen haben. Soll ja auch eine Küche geben oben am Weltraumlift oder so eine Kantine, ne? So, das war's. Wir können das Teil bauen, Leute. Und dann müssen wir Materialien besorgen für die nächste Tierstufe, die ich ausbauen will. Diese Treppen, ne? Dass wir das noch machen. Ich will ja hier zweistöckig auch noch was probieren. Nur probieren. Alles andere kommt dann mit der Staffel. So, Weltraumlift. Jetzt sind wir doch mal tierisch gespannt. Kann ich den hier? Die Frage ist jetzt für mich. Also es geht tatsächlich, dass ich den hinbaue. Was ich nicht weiß, ist, ob der genau in der Mitte dann snappt, ne? Hologramm drehen. Mach mal. An Leitlinie anschließen. Die Frage ist, snappt der, wenn ich 7 Foundations setze, weißt du? Ah, das ist jetzt gerade hier. Ich kann den aber wieder abbauen, oder? Ich setze ihn einfach mal, Leute. Schauen wir es uns an. Guck mal, da fliegen die Mats, ne? Boah, ist das gut. Der Sonne entgegen, gutes Stück. Boah, ist das gut. Wow, Alter.
Das werden wir nie wieder zum ersten Mal sehen. Walala! Walala! Ich muss mal auf die andere Seite rum. Die Sonne spiegelt gerade tierisch. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Bäm. Ich bin doch keine Maschine. Das ist der Wahnsinn. Muss ich den mit Strom anschließen? Bestimmt. Junge, wie weit ich schon weg bin und ich sehe den noch nicht mal ganz im Bild. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Und das hier sind die Zulieferungsmündungen, ne? Montageprojekt Plattform. Lieferung schaltet frei, Stufe 3 und Stufe 4. Status Ressourcenladen. Ich kann dann praktisch hier zuliefern, ne? Und das will er wahrscheinlich. 75 von den Platten. Und was ist das hier? Rotoren. Standardrezept zeigt es auch noch an. Okay, den hätten wir anders setzen müssen noch. Der lappt hier jetzt leicht raus. Sind noch mehr Zulieferungseinheiten dran seitlich? Hier ist das Tableau, da gucken wir gleich. Jetzt sieht man den wenigstens mal. Dann weißt du auch später, okay, das sind Zulieferer tatsächlich. Hier auch nochmal. Okay, das heißt, ich muss jetzt praktisch dem 50 Rotoren liefern und 75 davon. Krass, 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 Alter. Ist das ein Teil? Wow. Bin total fasziniert. Ich muss es noch genießen, ne? Hier hätte ich natürlich jetzt dann tatsächlich im neuen Spielstand komplett. Entweder würde ich den freisetzen oder ich würde das mit den Dingern hier ausstaffieren. Ich glaube, den würde ich freisetzen und außenrum dann die ganze Maschinerie konfigurieren. Das ist dasselbe. Alles klar, das heißt, da kriege ich dann eine Zulieferung hin. Ich weiß nicht, ob der Strom braucht, ne? Wir können es ja mal probieren, spaßhalber. Komm mal her. Sieht mir aber nicht so aus. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich den ansnappen soll. Aber eigentlich braucht doch alles Strom, oder? Stromleitung. Noch Eisenstangen benötigt? Zu teuer? Bin ich auf dem falschen Rezept? Kann das sein? Ich muss gucken kurz. Vielleicht braucht der aber auch ganz andere Voraussetzungen. Du musst an einer Verbindung anschließen. Was, so rum geht es jetzt momentan offensichtlich nicht. Was sagt er mir denn, was da zu teuer ist? Gilt es halt rauszufinden, ne? Ich drücke nochmal hier. Das, was er mir hier anzeigt, ist der Strommast. Den will ich ja nicht. Gut, kann es nicht sagen, aber er sieht ja so aus, als wäre er beleuchtet. Spätestens, wenn wir hier dann die Ressourcen laden wollen, werden wir wahrscheinlich mitkriegen, ob ich Strom brauche, ne? Aber es ist noch nichts zum Ein- und Ausschalten. Das Einzige, was ist, ist hier Load, Seal, Send. Ich nehme an, dass ich die Teile baue und dann einfach hier reingehe und dann passt es schon. Wir schauen es uns an, wir werden es irgendwann noch erleben. Jetzt pass auf, ich möchte kurz die Ausbaustufe noch freischalten, dass wir morgen die erste kleine Mini-Produktion hier aufbauen können. Idealerweise im zweiten Stock, da müssen wir nämlich dann gucken, haben wir die Wände schon? Wir haben Wände, da gibt es verschiedene, wir nehmen erstmal die, die wir haben. Auch die sind natürlich aus Beton, läuft durch. Die Stahlplatten, die werden wir dann haben, wenn nicht, machen wir uns da auch nochmal eine kleine Produktion gleich nach hinten. Dann können wir Wände machen. Und ich würde fast sagen, dass wir das hier einfach mal aufbauen. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre die Mitte hier. Dann lass uns doch hier einfach mal eine kleine Produktion noch aufbauen zum Testen. Dass wir das einfach mal so ein bisschen im Feeling noch haben. Und dann geht es natürlich mit den neuen Sachen und dem neuen Update weiter übermorgen. Ich nehme hier wieder Fundamente. Wir haben jetzt gerade festgestellt, das ist die Mitte. Beton brauche ich, habe ich keinen mehr. Alles klar, hole ich mir welchen. Da, 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 da. Zack. 98, immerhin. In der Zeit produziert es halt schon mal. Und dann kriegst du ja auch mit der Zeit mit, was brauche ich viel, was brauche ich wenig. Ich würde fast sagen, im neuen Spielstand bauen wir uns auf jeden Fall Beton ab und versuchen das über zwei Maschinen zu machen. Ich glaube, Beton werde ich viel brauchen, weil wir viel mit Fundamenten auch machen. Von hier sieht es aus, als ob das Fließband hinten steht. Kann aber gut sein, ne? Gucken wir gleich. Jetzt pass auf. Machen wir erstmal hier die Rampe hin. Und zwar sollte die 1, 2 hier dran snappen, richtig? Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier 1, 2, 3, 1 darüber.
Da stoßen wir schon fast hier am Ding an, am Lift. Zack. Zack. So, das wird meine erste kleine Mini-Produktion hier werden, wenn es klappt. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Die Frage ist jetzt natürlich, also die Anlieferung kann ich natürlich von hier starten. Lass mich mal ganz kurz reingehen in unsere Werkbank. Ich will mal ganz kurz was schauen, was denn interessant wäre. Anlieferung haben wir, Container haben wir. Wie viel Kupfer habe ich denn jetzt hier? Oh, Kupfer ist voll. Sehr gut, dann machen wir aus Kupfer was. Dann machen wir aus Kupfer was, meine Lieben. Und da können wir momentan herstellen. Als nächstes wäre Draht. Das heißt, Kupfer kommt an. Wir brauchen erstmal einen Schmelzer für die Barren. Aus den Barren dann entsprechend den Draht. Und für mich bedeutet das ganz einfach, dass ich den Kupfer aus dem Lagercontainer hier rausholen will. Das werden wir natürlich dann hier vorschleusen. Und ich möchte das alles innerhalb dieses Kästchens hier bewerkstelligt haben. Das heißt, wir probieren es einfach. Umgebaut ist es ja gleich und es kostet ja auch keine Materialien, ne? Das heißt, ich brauche einen Schmelzofen. Den würde ich gerne hier mittig setzen. Was brauche ich für den Schmelzofen? Stangen und Draht. Holen wir uns kurz. Ja, ja, mach du nur. Mach du nur, Maschinchen. Stangen und Draht. Habe ich da noch was hier drin? Ich habe hier drin Draht. Ich habe hier drin Stangen. Ich habe meine Kupfergrundstoffe. Dann machen wir das jetzt gleich fertig. Wir brauchen, ich muss noch mal schauen, für den Schmelzer noch 4 Stangen. Wir können natürlich auch gleich Folgendes machen. Den Schmelzer brauche ich auf jeden Fall. Und dann brauche ich ja den Constructor. Die 3 Dinger habe ich. Kabel habe ich genug. Geht jetzt tatsächlich nur noch um Draht oder was? Ja, mach doch mal den Draht. Stopp. Und dann machst du hier noch ein paar Eisenstangen. Nimmst du die großen Platten gleich mit. Was kosten eigentlich die Wände? Sind die auch so günstig, in Anführungszeichen? Das müsste jetzt eigentlich reichen. Dann habe ich hier noch ein paar von denen. Stopp. Falsche Richtung. Wo bin ich denn unterwegs schon wieder? Mann, 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 Mann. So, ist das Ding eigentlich hier fertig entdeckt? Analyse abgeschlossen. Booyah. Alles klar, wenn man jetzt wieder... Muschelschweifkeiler genannt. Okay, was bekommen wir? Haben wir was gekriegt dafür? Ich weiß es gerade nicht. Bleiben wir mal an einem dran, würde ich sagen, oder? Sonst komme ich nämlich durcheinander. Ich wollte kurz gucken, was die Wände kosten. Au, die kosten die Platten. Die kosten die Platten. Pass mal auf, haben wir die Plattenkonstruktion da hinten noch aufgebaut? Ich muss kurz gucken. Haben wir. Und hier geht es natürlich deswegen nicht weiter, weil ich hier keinen Lagercontainer habe, ne? Kriegen wir den Lagercontainer hier ganz knapp hingesetzt? Wahrscheinlich nur, wenn ich nochmal Strom aufbaue. Jetzt kümmern wir uns mal um den Schmelzer da hinten. Ich glaube, der ist jetzt erstmal wichtiger. So, der müsste nämlich auch drin sein für uns. Schmelzus passt. Wie gesagt, der Lift ist natürlich der absolute Hammer. Das ist eine Maschine. Haut's mich um. Ist das ein Teil? Guck mal. Wahnsinn, oder? So. Ah ja, tatsächlich. Der snappelt. Der snappt. So wie wir es uns vorgestellt haben. Schmelzer ist drauf. Muss ich natürlich mit Strom verbinden. Ist uns soweit klar. Müssen wir uns gleich hierher ziehen. Fließbandtechnisch würde ich sagen... Fließbandtechnisch würde ich sagen, dass ich hier... Geht es jetzt auch? Ich muss nur gerade hindrehen, ne? Hier baue ich mal den ersten Mast auf. Vielleicht ein bisschen höher, weil das Fundament auch höher kommt. So, und dann gehen wir vom Fließband... Welches war denn Kupfer? Kupfer war hier drin, gell? Ei, Kupfer war hier drin, weil ich da das Metall dann hinleiten wollte. Jetzt habe ich es in die Richtung ausgerichtet, weil es auch schön an die Maschine rankäme. Pass mal auf. Pass Emul. Uhu. Kann ich nochmal so einen bauen? Ja, kann ich. So, und wenn ich jetzt... Hä? Ach, den hab ich den jetzt echt falsch gemacht? Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich das Förderband hier unterbreche. Ich traue mich nicht so wirklich, ne? Aber... Doch, doch, funktioniert. Funktioniert lässig. Und dann gehe ich von dem Förderband nämlich hierher. Und von hier gehe ich hier rein. Dann habe ich mein Kupfer umgeleitet, ne? So. Dann mache ich den wieder weg. Der mittlere ist frei. Jetzt müsste normalerweise hier dann der Kupfer reinlaufen. Dann werde ich ihn später hier wahrscheinlich umsortieren. Und von hier aus kann ich jetzt mit der 3...
mein Förderband hier hinziehen. So, und jetzt will ich dann gucken. Ist jetzt aber, wie gesagt, die Schönheit kommt dann später, ne? Ich würde ihn jetzt einfach hier an die Leitlinie anschließen. Einmal drücken. Ich möchte von oben reinfahren. So. Es macht aber auch Laune. Natürlich brauchst du Materialien, ne? Aber durch die Automatisierung kann man sich das Leben natürlich viel vereinfachen hier. So, bei meiner Berechnung müsste jetzt der Kupfer davor rennen. Hier möchte ich dann sagen, wenn wir Strom haben, ich möchte gerne Kupferbarren verarbeiten. Alles klar. Jetzt geht es darum, dass wir uns Strom holen. Und da brauche ich auf jeden Fall, sage ich mal, hier den Mast. Hier setze ich den Mast hin. Und dann hole ich mir von da vorne nochmal Strom. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Je nachdem. Vielleicht. Nee, langt. Langt. So, von hier. Hier dran. Alles klar. Also, wir leiten es natürlich da drüben über ein Zwischenlager um. Hier kommt es an. Dann werden hier die Kupferbarren gemacht. Alles klar. Und jetzt möchte ich das hier außenrum irgendwie zumachen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz vor, das werden wir dann morgen angehen, das Thema. Ich will hier einen zweiten Stock draufziehen, dass ich es einfach mal gesehen habe, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Ich habe es deswegen auch größer gemacht, dass es nicht zu eng ist. Möglicherweise müssen wir es sogar noch vergrößern, das werden wir mitkriegen. Aber das wäre natürlich jetzt meine Vorstellung, dass hier oben drauf, ich nehme an, dass es so zwei Wandbreit ist, lass mich mal kurz gucken. Wenn ich Säulen hätte, wäre es natürlich noch cooler. Warte mal, kriege ich das hier angezeigt? Ja, eine. Ja, das sind zwei bis drei Wandbreit. Und da oben drauf soll dann die nächste. Und dann will ich dann noch die Fließbänder hochleiten, weißt du? Lass uns aber mal ganz kurz schauen in den Tierstufen. Eine Säule, die das Ganze trägt, wäre natürlich eine Geschichte. Das wäre geil. Aber da glaube ich nicht dran. Lass mich mal ganz kurz gucken. Aktiver Milestone, Milestone auswählen. Wir gehen erstmal auf Hilfsmittel. Hier haben wir Beobachtungsturm. Wir haben Wände mittig mit Türen. Das müssen wir halt alles freischalten. Dann haben wir noch Fundamente 8x1. Ist aber jetzt nicht unbedingt das dabei, was ich gesucht habe. Dann haben wir Förderband, Fusionator, Splitter und der Lift wäre noch interessant. Persönliche Aufbewahrungsbox. Dann haben wir hier Wände für Förderbänder. Ach, für die Förderbänder sind es Wände. Treppen links, Treppen rechts. Wandhalterungen für Förderbänder, auch eine geile Idee. Und hier die Geschichte, lass mich nochmal bei Stufe 2 kurz reinlinsen. Modularer Rahmen wird für die Fertigung verwendet. Mehrzweckbaustein. Rotoren müssen wir dann erstmal freischalten, dass wir den Weltraumlift beliefern können. Dann haben wir die Kettensäge. Gel-Sprungfläche, schräge Sprungfläche. Gehweg gerade, Gehweg Kreuzung, Gehweg mit T-Kreuzung, Gehweg Rampe. Die Gehwege würde ich als zweites erst freischalten. Fahrpatronen. Ne, wir bleiben dabei. Das, was ich gestern rausgesucht habe, das werden wir jetzt weitermachen, dass wir das hier will ich freischalten. Dafür brauche ich jetzt noch 204 Kupferdraht und 100 davon. Milestone zeigt es mir noch an oben. Wände für Förderbände. Ja, komm her, was kann ich denn noch bauen? Lass mich mal kurz reingucken. Ich brauche auf jeden Fall Draht. 250 Stück. Schauen wir mal, ob wir den kurz gefertigt bekommen hier. Wenn nicht, holen wir uns die Mats raus. Ne? Wir fördern ja schon alles. Wahnsinn. Erst einmal mal so. Dann baue ich jetzt mit euch noch kurz diese Tierstufe auf. Das wäre so das kleine Mini-Ziel jetzt noch. Und morgen setzen wir den zweiten Stock oben drauf. Ich will da ein bisschen rumprobieren auf jeden Fall. Haben wir noch 100 von den Platten? Nicht gerade da vorrätig, aber hier drüben sind bestimmt noch welche drin. Stopp. Naja, jetzt Gott sei Dank kann er hier so drüber hüpfen. Hier die nächsten 94, also die Geschichte haben wir schon mal. Dann sollte es für uns möglich sein, aus dem Zwischenlager das rauszuholen für die Stangen. Schöne Geschichte. Vor allem der Weltraumlift, der macht mich halt an wie Saune. So, Eisenstangen, 200 Stück kann ich herstellen. Lass mich mal gucken. 100 brauche ich. Haben wir es gleich, ne? Ja, dann machen wir die Tierstufe noch klar und morgen geht es dann direkt weiter. Ich besorge noch ein bisschen Material, dass wir nicht gerade dann nackig dran stehen morgen, dass wir noch ein bisschen was gemacht bekommen, ne? So, hier brauche ich nicht mehr allzu viel. Die 100 Platten haben wir, die 100 Ding haben wir. Im Prinzip 33 Draht brauche ich noch, Leute. 33 Draht bedeutet 33 Kupferbarren. Ah ja, ist doch super. Die müssten eigentlich da vorne schon gemacht sein. Wir gucken mal rein. Sehr, sehr geil. 100.
Bämsle. Thema erledigt. Natürlich müsste jetzt hier wieder ein Lager hin. Ich überlege sogar, ob ich dann ein Zwischenlager mache, dass es schon mal reinschaufeln kann. Und dann holt sich es lieber aus dem Lager raus, ne? Ich glaube, dass das Sinn macht. Ich glaube, das macht Sinn. So, pass auf, wir brauchen Draht, haben wir gesagt. Und zwar 250 Stück gesamt. Das war's. Das war's, wir können es voll machen. Ne, du musst, glaube ich, hier drüben, ne? 250, 100 und 90, 100. Der Milestone-Button. Bams. Wände für Förderbänder freigeschaltet. Neue Gebäude. 1,50 kommt der Frachter zurück. So, Leute. Das heißt, jetzt haben wir hier die Wände erstmal erweitert. Da können wir dann auch ein bisschen mit Fenstern schaffen und so. Und wir sollten eigentlich... Wo haben wir denn die Sachen, auf die mir es eigentlich ankam? Hier. Die da, ne? Treppe links, rechts. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Muss an ein Fundament anheften. Ja, das ist okay. Das haben wir nämlich schon gedacht. Und zwar... Stopp. Wenn ich jetzt einmal drücke, kann ich es dann nach oben und unten ziehen oder wird's? Wir bauen mal kurz eins. Ne, er macht es direkt fertig. Naja, jetzt brauche ich aber im Prinzip die geraden Wege, ne? Und die habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Möglicherweise sorge ich jetzt für ein paar Mats, dass wir die Wege uns noch holen. Wir gucken nochmal kurz zusammen. Dann switche ich rüber in die nächste Folge. Im Moment alles noch ziemlich chaotisch, aber... Haha, macht Laune. Die Betonproduktion ist viel zu gering. Da müsste ich jetzt schon mal von vorne weg, müsste da eine zweite Maschine hin. Das werden wir dann auch so machen im nächsten Spiel. Im nächsten Spielstand, ihr wisst, was ich meine. So, lass uns mal ganz kurz auf die Milestones. Und zwar... Könnte es sein, dass ich damit glücklich werde, dass das eventuell das ist, was ich suche. Es könnte aber auch gut sein, dass wir... Kommen da gerade zurück. Dass wir aus der Milestone-Stufe uns die Sachen hier nehmen. Gerade Gehwege, ne? Dass wir das hier vorbereiten noch. Das würde ich so machen. Wir sehen uns morgen nochmal hier wieder, bevor wir ins Update 3 rutschen. Ich habe schon mitbekommen, ganz viele von euch sind auch schon ziemlich verschärft drauf. Freue ich mich tierisch, ne? So, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Wir sehen uns morgen zur selben Uhrzeit hier wieder. Bis dann.